Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit sogenannten Formularansichten auseinandersetzen. Und dazu möchte ich einfach kurz im Skript zeigen, was denn eine Formularansicht ist. Üblicherweise werden diese Formularansichten dann genommen, wenn der Nutzer mehrere Daten auf einmal eingeben soll. Und eine Formularansicht ist üblicherweise so strukturiert, dass wir hier eben eine Überschrift haben und dann haben wir in einem Raster angeordnet eben verschiedene Eingabe-Controls, üblicherweise Textboxen, aber wir können uns auch andere Elemente vorstellen wie Numeric Up-Downs, wie hier, wo ich dann eben nicht nur über den Eingabe über die Tastatur einen numerischen Wert eingeben kann, sondern auch hier über diese beiden File-Buttons dann diesen Wert hier verändern kann. Radio-Buttons, Checkboxes, Entschuldigung. Das sind eben übliche Elemente, die wir in solchen Formularansichten sehen. Und im Prinzip sieht man hier auch, dass diese beschreibenden Labels hier eben zu den jeweiligen Eingabe-Controls gehören, wie wir hier eben sehen. Ja. Üblicherweise werden diese Formularansichten in Dialogen angezeigt. Das sind Fenster, die das Hauptfenster blockieren, bis sie selbst geschlossen sind. Dazu werden wir aber im nächsten Video wohl mehr sehen. Der Punkt ist eben hier, wir haben hier auch einen Abbrechen- und einen OK-Button. Damit können wir eben sagen, verwirf die bestehenden Eingaben, die wir hier gemacht haben. Oder mit OK können wir eben sagen, gut, übernimm diese Eingaben, die wir hier gemacht haben. Und beispielsweise wird dann eben ein neues Objekt erzeugt aus diesen Eingaben oder ein bestehendes geändert. Okay, dann werden wir jetzt auch eine solche Ansicht mal für uns erstellen. Ich werde diese direkt als Fenster machen, weil ich eben unsere Formularansicht, die wir erstellen werden, eben direkt als Dialog dann anzeigen möchte. Und die Klasse Window definiert eben dazu die Funktion ShowDialog und die werden wir dann auch später nutzen, um das einzusetzen. Wir haben also hier eben dann einen Editiere-Kontakt-Formular. Und das ist eben jetzt direkt ein Window, wie wir wiederum sehen. Und hier sehen wir eben, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich mache das noch etwas weiter. Und dann fangen wir mal an, das Ganze zu definieren. Ich lasse hier ein Grid. Man könnte jetzt auch argumentieren, wir könnten das ungefähr so strukturieren, dass wir sagen, okay, insgesamt ist hier außenrum ein Stack-Panel. Dieses Stack-Panel enthält eben hier dieses neue Objekt und hier dann ein Grid und hier dann nochmal ein internes Stack-Panel für diese beiden Buttons. Aber ich mache es etwas anders. Ich mache das mit einem Grid, wo ich eben hier erstmal sage, dass diese untere Spalte auf Auto gesetzt wird und die obere hier ebenfalls. Und hier setze ich dann eben Textblöcke rein. Und der erste Textblock, den möchte ich eben nutzen, um hier... Ich schreibe hier einfach mal direkt neuer Kontakt rein. Sollten wir einen neuen erstellen wollen. Der Punkt ist, ich möchte jetzt eigentlich gerne, dass wie hier genau diese Eigenschaften für diesen Textblock auch hier bei diesem Textblock angewendet werden, damit einfach meine Ansichten, die ich in meinen Applikationen habe, einen konsistenten Aufbau haben. Genau das würde ich Ihnen auch immer empfehlen, dass zwischen Ihren Ansichten Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz herrscht. Einerseits vom Aussehen her, einerseits von der Bedienweise, damit der Nutzer sich nicht immer bei Ansichtenwechsel neu orientieren muss, wie er mit dem Programm umzugehen hat. Aber das ist jetzt eine Abdriftung in User Interface Design.
Was wir jetzt eben machen wollen, ist, wir können diesen Textblock, den wir eigentlich schon hier definiert haben, wie der aussehen soll, in einen sogenannten Style auslagern. Was ist ein Style? In einem Style wird sozusagen festgelegt, wie bestimmte Eigenschaften von WPF-Elementen aussehen. Und ich zeige es einfach mal am besten, damit man sieht. Ein Style wird immer in der sogenannten Ressource eines WPF-Elements angelegt. Ich mache das einfach direkt mal hier jetzt in diesem User Control. Da wähle ich Resources aus und erstelle hier eben jetzt direkt mal einen Style mit dem Namen, das ist eben mein Überschrift Text Block Style. Und hier gebe ich noch an, dass ich eben diesen Style auf einen Textblock beziehen möchte. Und hier kann ich dann Setter-Elemente reinsetzen, wo ich eben angebe, welche Eigenschaft möchte ich und welchen Wert dafür. Also wir könnten zum Beispiel sagen, dass die Font Family den Values to go UI light haben soll. Dann gebe ich in einem weiteren Setter an, dass die Font Size eben gleich 36 sein soll. Und wir haben hier noch den Margin, den können wir eigentlich auch benutzen. Der ist eben hier 0010. Und das war's auch schon. Ich habe jetzt eben diese drei Eigenschaften in diesen Style ausgelagert. Der Punkt ist, ich brauche diese jetzt hier nicht mehr explizit auf diesen Textblock zu setzen. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Jetzt wieder. Stattdessen kann ich ja einfach sagen, dass ich diesen Style haben möchte, der hier oben definiert ist. Das heißt, der Überschrift Textblock Style. Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Markup Extension. Anstatt hier eben direkt einen String-Wert als Style zu setzen, so wie wir es hier beispielsweise gesehen haben, dass wir hier für Text diesen String gesetzt haben oder hier für den Namen diesen String. Stattdessen gebe ich hier eben über diese Schreibweise an, dass der Wert für den Style in den Ressourcen gesucht werden soll. Warum mache ich das? Jedes WPF-Element hat eine Ressourceneigenschaft, die wir hier sehen. Ja, ich könnte hier direkt sozusagen nicht nur wie hier oben im User Control, sondern auch direkt hier auf diesem Element und auf allen anderen WPF-Elementen, die existieren, eben die Resources setzen. Der Punkt ist, wenn ich jetzt hier sage, bitte such mal in den Ressourcen nach etwas, was Überschrift Textblock Style heißt, dann fängt er an, bei sich selbst in den Ressourcen zu suchen. Wenn er dort nichts findet, geht er weiter zum Stack Panel und sucht dort. Auch hier wird er nichts finden, weil wir nichts definiert haben in den Ressourcen. Er geht hoch zum nächsten Parent, was das Grid ist, und dann zum User Control. Und hier wird er dann tatsächlich fündig, dass wir hier eben sehen, aha, hier gibt es tatsächlich ein Element, das vom Typ Style ist und so heißt. Ich habe es hier eben mit dem X-Key-Attribute festgelegt, wie dieses Element heißt. Und in den Ressourcen, das kann man sich einfach vorstellen wie ein Dictionary. Das ist auch der Typ dazu heißt Resource Dictionary. Und in ein Resource Dictionary kann man eben beliebige Objekte reinsetzen, die man eben alle mit einem Key ausstatten kann. Und über diesen Key kann man dann über diese Static Resource Markup Extension dieses Element auswählen. Und wir sehen hier auch im Designer, das hat wunderbar funktioniert. Der Walter White schaut immer noch genauso aus wie Ferrer, obwohl wir jetzt eben die Eigenschaften auf ihm nicht gesetzt haben. Der Punkt ist, wenn ich das auch hier oben nutzen möchte, also wenn ich jetzt sage, okay, das hier soll jetzt bitte genauso aussehen, dann könnte ich ja hier auch mal versuchen, dass ich diesen Style versuche hier zu referenzieren. Der Punkt ist, oh, das geht nicht. Blöd. Man kann aber das, was wir hier gesehen haben, nicht nur hier auf User-Control-Ebene
auslagern, damit wir das sozusagen bei allen Elementen, die in diesem User Control mit enthalten sind, einsetzen können. Wir können sogar sagen, dass wir diesen Style hier auf App-Ebene definieren. Auch die Application hat eine XAML-Datei. Und wir sehen hier auch, die Application hat Resources. Und hier können wir eben den Style ebenfalls definieren, um dann eben hier das Aussehen über mehrere Controls oder User Controls und Windows hinweg zu nutzen. Denn wenn er selbst hier im User Control nicht fündig würde, dann geht er eben als letzte Instanz auf die Application und sucht in dessen Ressourcen nach, ob man da was finden kann, was passt. Deswegen machen wir das einfach mal. Wir nehmen diesen Style hier wieder raus, löschen diese Resources, die wir hier explizit angelegt haben, und schieben das in die App XAML, diesen Style. Wir kompilieren einmal und schauen jetzt mal wieder zurück in unser Formular, und wir sehen hier, jetzt kann der Style gefunden werden. Warum? Weil er eben auf Applikationsebene definiert ist und wir haben dadurch kein Problem mehr mit wir können dadurch eben alle Elemente, die wir in mehreren Ansichten teilen wollen, über die Applikation bereitstellen. Das gleiche könnten wir beispielsweise auch mit dem Margin machen. Wir könnten auch hier sagen, wir möchten hier den Standardrand festlegen. Und Margin erwartet eben kein Margin-Objekt, sondern das entsprechende dahinter heißt Thickness. Und wenn ich hier eben den Standardrand definiere mit XKey, dann muss ich hier eigentlich bloß festlegen, wie das Ding aussehen soll, beispielsweise mit 5. Das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Wo ist denn das? Ach ja, ich bin ja auch nicht so schlau gewesen jetzt. Ich muss es natürlich in die Applikationsressourcen stecken. Und wir haben hier jetzt eben auch diese Dicke definiert, die wir eben hier jetzt nicht nur in unserem neuen Formular setzen können, sondern wir können hier auch in unsere Master Detail Ansicht gehen und hier sagen, gut, wir definieren hier eben den Standardrand, und genauso möchten wir das eben auch hier unten machen. Der Punkt ist jetzt eben, dass wir den Standardrand jetzt an einer Stelle definiert haben, ist immer gut. Wenn wir dann nämlich später, wenn wir die Applikation verfeinern wollen, wie sie aussieht, kann ich ganz einfach an einer Stelle diesen Wert nachziehen. Wenn wir beispielsweise sagen, okay, 5 ist uns zu wenig, wir möchten gerne 7 oder 8 haben. Das ist das Einzige, was ich machen muss, dass ich hier 5 durch 8 austauschen muss und dadurch, oder wir können auch mal einen heftigeren Wert nehmen, damit wir es deutlicher sehen. Wenn ich hier das an einer Stelle austausche, habe ich dann eben sofort hier an diesen Stellen mehr Platz. 15 ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir sehen hier dann auch, dass eben der Margin hier deutlich weiter geworden ist als vorher. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder zurück auf die besagten 5. Und genau das möchte man eigentlich immer haben, dass man gemäß dem Dry-Prinzip die Informationen an genau einer Stelle definiert hat und die dann immer wieder referenziert. Okay. Zurück zum eigentlichen Formularaufbau. Wir haben jetzt ja eigentlich mehr was über Styles gelernt. Was ich jetzt mache, ist, dass ich ein weiteres Grid in dieses andere Grid einfüge. Im Skript habe ich es, glaube ich, nicht ganz so gemacht. Wichtig ist eben hier, dass ich dieses jetzt in Reihe 1 stecke. Und dieses Grid hat eben zwei Column Definitions. Das war natürlich jetzt Blödsinn. So. Und hier stecken wir jetzt eben eine Column Definition rein mit der Breite Auto und eine Column Definition, die einfach den Standardwert hat, ein Stern. Und wir werden jetzt eben
noch die entsprechenden Elemente, die wir da hinzufügen möchten. Also Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail und eben die Telefonnummer. Die werden wir jetzt eben mit einzelnen Textboxen bzw. einem Datepicker abfragen. Und dazu brauche ich aber natürlich auch hier wiederum Column Definitions. Blödsinn, Row Definitions natürlich. Und ich erstelle mir einfach hier mehrere Row Definitions. In diesem Fall eben jetzt erstmal 5 Stück. Und ich glaube, ich werde die auch noch auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich glaube so. Hier sage ich eben, dass die Höhe Auto ist. Das hat er jetzt nicht so gut übernommen. Gut. Und in diese Elemente werde ich jetzt dann auch die Textblöcke erstmal mit reinsetzen. Hier setze ich einfach rein, das ist der Vorname, Doppelpunkt. Das hier ist der Nachname. Das hier ist das Geburtsdatum. Das hier ist die Telefonnummer. Und das hier ist die E-Mail-Adresse. Damit diese natürlich nicht in der gleichen Zelle sind, gebe ich hier jeweils noch die Reihe an. So. Und auch all diese Elemente werde ich wiederum mit einem Style ausstatten. Warum? Ich möchte sie erstmal rechtsbündig ausrichten. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen Margin um sie drum haben, damit sie nicht direkt an dem entsprechenden Eingabe-Control kleben. Und wir werden jetzt einfach mal einen Textbox auswählen und diesen Style für den Textbox nicht direkt in XAML erstellen, sondern über dieses hier Format, Edit Style, Create Empty. Hier können wir dann eben sagen, dass wir das auch auf Applikationsebene haben wollen. Und das ist eben unser Formular-Text-Block-Style. So, wir sind hier jetzt eben auf Applikationsebene. Der Designer ist jetzt in einem anderen Status und wir können jetzt hier eben relativ einfach diese Eigenschaften ändern. Was wir möchten ist, dass wir das Vertical Alignment zentral ausrichten. Das Horizontale aber rechtsbündig. Wir hätten gerne etwas Margin nach links, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten und wir hätten ziemlich viel gern nach links. Entschuldigung, hier habe ich aus Versehen links statt rechts gesagt, damit das Ganze ungefähr so aussieht. Und wenn wir das eben haben, können wir diesen Style meines Erachtens schon speichern. Und sind dann damit fertig und gehen hier wieder in die eigentliche Ansicht zurück. Wir haben jetzt diesen Style eben schon hier auf diesen Textblock angewendet. Hier eben nicht mit Static Resource, sondern mit Dynamic Resource. Das ist eine Alternative zu Static Resource. Funktioniert für Sie komplett gleich. Der Punkt ist, wenn wir zur Laufzeit diesen Style hier ändern wollten, also was weiß ich, wir würden hier Vertical Alignment plötzlich auf Top setzen, dann würde das Element, das sich über die Dynamic Resource hier mit rangebunden hat, mitbekommen. Ist aber nicht notwendig. Wenn wir das nicht haben wollen oder haben müssen, dann können wir auch Static Resource nehmen. Im Prinzip aber vom Suchalgorithmus, um eine Ressource zu finden, genau gleich. Und der Editor erstellt eben standardmäßig Dynamic Resource. So, damit jetzt eben alle Elemente das anwenden, wähle ich alle restlichen 4 aus, suche in den Properties eben mal nach Style
und sage hier einfach Local Resource dieser Formular Textbox Style. Und schon haben wir das hier ausgewählt. Und so sieht dann demnach unser Grid aus. Dann werden wir auch mal den Textbox jetzt mal wirklich dazu erstellen. Hier gebe ich eben den Namen, das ist die Vorname Textbox. Und auch hier werden wir wieder einen Style erstellen. Das Ding heißt eben Eingabe-Element-Style. Formular-Eingabe-Element-Style. Und auch hierzu werde ich wieder einen Style erstellen in der app.xaml. Einmal ein Style bitte mit eben genau diesem Namen, den ich hier gerade genommen habe. Und ich lege jetzt als Target-Type nicht tatsächlich Textbox fest, sondern eine Basisklasse. Wir werden uns später noch die Basisklassen von WPF genauer anschauen. Ich gebe hier aber an, dass ich auf Framework Element will. Warum? Ich kann dann diesen Style nicht bloß auf Textboxen anwenden, sondern auf alles, was von Framework Element ableitet. Und der Punkt ist, den ich hier machen möchte, einfach bloß, dass ich grid.column standardmäßig auf 1 setze, weil die eben alle Eingabeelemente sollen ja auf der rechten Seite im Grid sein. Das ist mal Punkt 1. Und dann werde ich wahrscheinlich noch später den Margin etwas festlegen, wenn wir hier Sachen hinzufügen. Aber wir sehen jetzt hier eben diese Textbox. Wir können ja auch spaßeshalber mal was reinschreiben. Die schaut jetzt eben direkt so aus. Gut. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, wenn ich mir das hier jetzt so anschaue, ist, dass ich direkt nochmal in die App XAML gehe. Die ist gerade gar nicht offen. Und werde hier jetzt nochmal Margin setzen. Nach oben und unten. Damit diese Elemente nicht zu sehr zusammenkleben. Und ich werde wahrscheinlich mal 0,3 verwenden. Das heißt, nach links und rechts habe ich 0, nach oben und unten habe ich 3. Wenn ich mir das jetzt mal etwas genauer anschaue, dann sieht das Ganze schon etwas besser aus, meines Erachtens. Genau. Gut. Dann werden wir dieses natürlich auch noch auf andere Eingabeelemente mit hinzuwenden. Das heißt, wir erstellen uns hier wieder eine Textbox, die eben für den Nachnamen ist. Hier muss ich dann eben grid.row wiederum auf 1 setzen. Ich gebe hier eben den Text white mal spaßeshalber an. Grid.column. Achso, ich habe das natürlich richtig. Ich werde hier noch den Style festsetzen. Mit Formular-Eingabe-Element-Style. Und schon ist die Textbox hier drüben. Und hier möchte ich jetzt eben einen sogenannten Date-Picker haben. Den stecke ich eben in Reihe 2. Entschuldigung. Und hier mache ich als Style ebenfalls diesen Formular-Eingabe-Element-Style. Und dann ist auch das okay. Und hier benutze ich wiederum Textboxen. Ich sollte aber jeweils noch Namen vergeben am besten. Das habe ich noch vergessen. Nachname Textbox. Hier unten haben wir Geburtsdatum Date Picker. Hier unten haben wir. Ne, das ist falsch. Das muss ich natürlich hier machen. Grid.row ist 3. Name ist Telefon Textbox. Und als
Style nehmen wir natürlich wieder dieses Formular-Eingabe-Element-Style. Und als letztes wir sehen jetzt schon langsam, bekommt das Ganze Gestalt. Wir haben hier eben die verschiedenen Eingabeelemente. Was jetzt letztendlich noch fehlt, ist ein sogenannter OK- und Abbrechen-Button. Und die beiden stecken wir jetzt eben in ein zusätzliches Stack-Panel, das hier eben in die letzte Reihe hier unten kommt, in diesem äußeren Panel. Hier runter, erstelle mir ein Stack Panel und sage schon mal, dass die Orientierung horizontal sein soll. Und ich stecke das jetzt eben in die dritte Reihe. Das heißt, wir sind hier unten und füge einfach zwei Buttons hinzu. Und hier sage ich eben, dass der Inhalt okay ist. Und hier ist der Content eben abbrechen. Der Punkt ist ja, wir wollen das jetzt eigentlich hier unten rechts ausgerichtet haben. Das kann man relativ leicht machen. Und zwar nicht, indem man mit Horizontal Alignment hantiert, sondern indem man Flow Direction ändert. Wir machen hier einfach Right to Left. Damit ist, also eigentlich ist diese Flow Direction gedacht, um den Leserhythmus oder die Leserichtung festzulegen. Es gibt ja natürlich Länder, wo man von rechts nach links rechts nach links liest und nicht umgekehrt wie bei uns. Aber bei uns ist es eben standardmäßig so, dass die Elemente bei einer Formularansicht, also der OK-Button und der Abbrechen-Button, eben rechts unten liegen. Und das sollten Sie auch nie ändern. Und mit Flow Direction kann man das relativ einfach einstellen. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir auch hier werde ich eben einen Style erstellen für diesen Button. Ich wähle ihn also hier aus, gehe auf Format, Edit Style, Create Empty und füge ihn wieder auf Applikationsebene ein. Und sage dann eben, das ist hier mein Formular Button Style. Und damit sind wir hier drin. Was ich hier festlegen möchte, ist, dass ich hier, wo habe ich es denn? Kann man hier auch noch ein bisschen mehr einstellen? Das ist schon ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Clip Mode Release. Okay. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum ich so wenig einstellen kann. Aber nichtsdestotrotz, dann machen wir es eben per Hand. Ach, hatte ich vielleicht noch den... Naja, egal. Wir sind jetzt eben hier bei dem Margin. Den setze ich eben auf 0... Jawohl, das passt eigentlich auch. Ich will eigentlich bloß ein bisschen Platz zum Abbrechen-Button haben. Das mache ich dann in dieser Form. Und ich sage, dass diese eine Standardbreite von 75 haben sollen. So. Und wenn wir das gemacht haben, können wir ja dann mal zurückgehen und sehen hier, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Wahrscheinlich sieht man es dann erst, wenn man hier diesen Style auch hier unten anwendet. Irgendwo scheint es aber noch zu hapern. Jetzt passt, nachdem wir kompiliert haben.
Und wir sehen jetzt eben, diese Buttons haben im Prinzip das gleiche Aussehen und etwas Platz dazwischen. Ich werde aber den Platz sogar noch etwas kleiner machen. Ich glaube, ich 10 ist mir zu viel. Und ich werde diesen hier dafür, glaube ich, nochmal ein bisschen auf 5 erhöhen. Das, glaube ich, gefällt mir besser. Genau, und damit haben wir eben unser Formular in der Darstellungsebene fertig. Was wir jetzt machen wollen, ist natürlich, wie kommen die Daten, die wir jetzt hier haben, wieder rein. Wir werden mal hier noch diesen Text rausnehmen. Genauso den hier, damit unsere Ansicht wirklich leer ist. Der Punkt ist auch hier, dass ich wiederum in die Code-Behind-Datei gehe und hier erstmal ein bisschen aufräume. Ich erstelle mir jetzt hier eben wiederum eine Eigenschaft, in der man den editierten Kontakt festlegen kann. Und im Setter überprüfe ich vorher noch, ob dieser Wert gleich null ist. Wenn das der Fall ist, dann schmeiße ich eine Argument Null Exception. Ansonsten lege ich eben dieses Objekt hier fest. Und dann habe ich noch hier eine private Hilfsmethode, das, was ich hier mache, ist jetzt letztendlich nichts anderes als alle Informationen, die der Kontakt mir bietet, eben auf meine Elemente zu setzen. Also ich hatte die Vorname Textbox, die ist eben gleich Kontakt.Vorname, aber bitte mit Texteigenschaft. Dann hatten wir natürlich die Nachname, darauf können wir natürlich den Nachnamen ansetzen. Wir hatten das Geburtsdatum. Hier gibt es eine Eigenschaft Selected Date. Die können wir ebenfalls auf das Geburtsdatum hier festlegen. Wir haben natürlich den die Telefon-Textbox. Und auch hier machen wir nichts anderes, als dass wir eben die Telefoneigenschaft vom eigentlichen Objekt nehmen und nicht vergessen die E-Mail-Textbox. So. Und genau das machen wir eben, wenn wir hier jetzt diesen Sätze-Werte von Kontakt aufrufen. Und das machen wir eben genau dann, wenn dieser editierte Kontakt gesetzt wird. Die nächste Möglichkeit ist, dass wir natürlich hier in diesem Formular noch die OK- und Abbrechen-Buttons haben. Und diese werden wir jetzt eben mit Händlern ausstatten, mit denen wir in diesem Fenster agieren können. Okay, dann fangen wir mal an. Ich sage hier einfach der OK-Button. Für den möchten wir jetzt eben einen Händler erstellen, wenn dieser geklickt wird. Den nenne ich auch, wenn OK-Button gedrückt wird. Die Klasse Window, von der ja unser Formular hier ableitet, die hat ja die Methode Show. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber wir können uns diese Klasse ja mal anschauen. Die wichtigste Eigenschaft, die eben dieses Fenster hat, ist die Methode Show. Damit wird das Fenster angezeigt und ist dann tatsächlich sichtbar, verschiebbar, minimierbar und so weiter. Sie hat aber auch ShowDialog. Und ShowDialog sorgt eben dafür, dass sie als Dialogfenster angezeigt wird
ShowDialog gibt auch einen Nullable Boolean zurück. Und über diesen Boolean wird eben festgelegt, diesen Rückgabewert, ob der User OK oder Abbrechen gedrückt hat. Und das heißt, wir können das hier direkt festlegen. Wenn der OK-Button gedrückt wird, sage ich einfach im DialogResult, dass dieses True ist. DialogResult wird später einfach zum Rückgabewert der ShowDialog-Funktion. Und irgendwann werden wir mal Close aufrufen. Das Wichtige ist aber, dass wir jetzt an dieser Stelle eben die Methode SetzeWerteAufContact aufrufen, die wir noch schreiben. Und die macht eben genau das Umgekehrte, was wir hier oben sehen. Also im Prinzip setze ich eben auf den Kontakt, nicht den Vornamen, eben von der Vorname-Textbox den Text. Genauso bei Nachname. Das Geburtsdatum. Telefonnummer. Und last but not least, eben die E-Mail. So. Und genau das machen wir eben hier, wenn der OK-Button gedrückt wird. Wir sagen, dass der Dialog mit OK beendet wurde. Dann setzen wir auf dieses Objekt, was wir hier reinbekommen, wieder die Werte, die der Nutzer eventuell in den entsprechenden Controls geändert hat, auf das eigentliche Objekt und rufen dann bloß Close auf, damit unser Fenster wieder geschlossen wird und eben der Aufruf schon von ShowDialog an der entsprechenden Stelle weiterläuft. Das sehen wir dann gleich, wie das genau funktioniert. Ja, und dann kommt natürlich noch das Letzte, dass wir das genau, also oder zumindest in einer ähnlichen Weise für den Abbrechen-Button machen. Das heißt, auch hier erstellen wir uns einen Handler. Was wir hier natürlich machen, ist das DialogResult auf False zu setzen. Und dann rufen wir bloß Close auf. Warum? Wir kriegen hier ein Objekt rein. Wenn dieses Objekt hier eben jetzt erstellt oder Entschuldigung, editiert wird, dann werden ja hauptsächlich bloß die Eigenschaften dieser Controls hier geändert vom Nutzer. Der Nutzer drückt dann aber eventuell abbrechen und das heißt einfach, dass diese Änderungen, die er hier an diesen Elementen durchgeführt hat, nicht auf das eigentliche Objekt übertragen werden sollen. Das heißt im Prinzip eigentlich bloß, diese Methode sollte bei Abbrechen nicht ausgeführt werden. Und der unser Formular eben aufgerufen hat mit ShowDialog, der bekommt dann eben per Rückgabewert zurückgeliefert, hey, der Nutzer hat Abbrechen gedrückt. Und dann kann ja der Nutzer, der uns wahrscheinlich auch dieses Kontaktobjekt hier übergeben hat, eben also je nachdem, wenn es eben ein neuer Kontakt ist, den nicht in eine bestehende Collection von Kontakten einfügen. Oder eben, wenn es ein editierter Kontakt ist, dann würde er wahrscheinlich nichts machen. Genau. Aber das ist der Aufbau eben einer Formularansicht. Die sieht man auch sehr, sehr häufig. Im Prinzip geht es immer darum, links oben Überschrift. In der Mitte hat man mehrere Eingabefelder, die hauptsächlich aus Textboxen und anderen Eingabekontrolls wie Datepickern, Radio-Buttons, Checkboxen und so weiter aufgebildet sind. Man hat eigentlich zu jedem Eingabe-Control hier ein Label links daneben stehen, das man rechtsbündig ausrichten sollte, meines Erachtens, damit der Nutzer sofort sieht, okay, diese beiden Elemente, die formen eine Gruppe. Das können Sie auch nochmal bloß, damit man ungefähr den erkennt, wie es aussieht, wenn man es so nicht macht. Ich setze hier mal Horizontal Alignment auf Left und dann muss ich natürlich auch den Margin etwas anpassen, dass ich den einfach hier mal austausche.
beides auch nicht genau das ist, was ich möchte. Aber naja, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Wenn ich das kompiliere, dann sieht man eben hier, man kann es zwar auch noch erkennen, dass diese beiden wohl vielleicht zusammengehören, dadurch, dass hier aber viel mehr Zwischenraum ist, hat man als Nutzer eben nicht mehr so das Gefühl, dass die beiden zusammengehören. Wenn man einfach bloß blind drauf schaut auf diese Ansicht, dann wird man fast sagen, okay, das hier ist eine Spalte und das hier ist eine Spalte. Es liegt einfach daran, dass der Abstand hier zwischen diesen Elementen zu groß ist. Genau, und deswegen sollte man selbst darauf achten, dass man hier eben möglichst rechtsbündig ausrichtet. Das ist dann eben nach diesem Format hier aussieht. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden im nächsten Video uns ansehen, wie wir jetzt diese Formularansicht aus einer anderen Ansicht heraus aufrufen können, damit wir sozusagen einen Dialog haben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis bald!